Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie ich das Zenec ZE3726 update. Und zwar ist dieses Video für all diejenigen, die wie ich bisher keine, nicht das Kartenmaterial-Update, von dem ich rede, dass man etwas updaten kann, sondern von der Software, die sich auf dem Gerät befindet. Ich habe meins von Anfang an die letzten Jahre nie geupdatet. Und dementsprechend kann ich nicht die Update-Datei, die es auf der Homepage gibt, für dieses Gerät benutzen und einfach, wie es auf der Homepage beschrieben ist, das Gerät installieren, sondern ich musste extra Zenec anschreiben. Die schicken einem einen Link. Die Sachen gibt es auch bei mir jetzt auf der Homepage. Und damit kann ich dann das komplette Gerät, was im Originalzustand sozusagen noch war, mit einer alten 1er Versionsdatei ohne Device-ID updaten auf die neueste Version. Viel Spaß mit dem Video. Erster Schritt ist für manche erstmal zu schauen, ob sie das überhaupt betrifft bei ihrem Gerät. Dazu geht ihr in den Gerätemanager auf das Knöpfchen rechts unten. Da erscheint dann die Gerätekonfiguration. Ein Klick auf Versionsinfo und ihr seht, ob ihr die neueste Version, die jetzt bei mir erscheint, ich habe jetzt schon alles gemacht, 3.4.1 habt und eine Device-ID. Kann sein, dass, wenn das bei euch so ist, dann seid ihr up to date. Kann sein, dass ihr eine 2er Version habt. Dann könnt ihr einfach den Link auf der Homepage nehmen und es so machen, wie es da beschrieben ist. Oder, wie es bei mir der Fall war, ihr habt die 1er Version ganz am Anfang des Gerätes sozusagen. Dann müsst ihr speziell vorgehen. Und dazu gibt es dieses Video. Von Zenec kriegt man auf Anfrage eine E-Mail mit Dateien geschickt. In dem Link befinden sich 4 Dateien. Eine englische Bedienungsanleitung, eine deutsche Bedienungsanleitung und 2 Dateien, weil man 2 Teile zum Installieren braucht. Vorher muss ich allerdings was vorbereiten, und zwar den USB-Stick. Ich stecke den in meinen PC rein, rechte Maustaste auf Formatieren. Wichtig ist, dass FAT32 eingestellt ist und mit Harddisk das Ganze beschriftet ist, sonst funktioniert es manchmal nicht. Dann auf Starten klicken, kommt dann so ein Bestätigungsfenster, da noch auf OK klicken und dann läuft schnell so ein grüner Balken da entlang. Wenn er fertig ist, gibt es nochmal so ein Fensterchen, Formatierung abgeschlossen ist. Da auch auf OK drücken, dann kann ich das Fenster hier mit Schließen schließen. Und wenn ich dann den Stick vorbereitet habe, dann kann ich wieder auf den Link klicken oder die Datei in Downloads suchen, das zeige ich gleich noch. Aber hier, wenn ich jetzt draufklicke auf den Link, dann nehme ich die eine Datei, die da heißt mit dem 1P341 Device ID da hinten. Die lade ich runter. Jetzt kommt es drauf an, habt da so ein Download-Fenster, wo ihr draufklickt. Dann seht ihr unten links, ja, es wird jetzt downgeloadet. Da könnt ihr dann draufklicken auf die Datei. Ist eine Exe, eine ausführbare Datei. Da beschwert sich manchmal der PC, wenn man da draufklickt. Muss man erst sagen, ja, das will ich auch wirklich. Wo soll diese Datei hin ausgeführt werden? Ja, natürlich nicht da, wo es angezeigt wird, sondern zu eurem USB-Stick. Das heißt, ihr müsst da noch sagen, hier bitte Harddisk bei mir E, wo ich ihn reingesteckt habe, auswählen. Und dann erst auf Extract drücken, damit dieses ausführbare Zeug, was da drauf ist, auch auf den USB-Stick extrahiert wird. Dieser Teil 1, ich sage glaube ich nochmal in einem Video, funktioniert nur bei mir mit USB-Stick, weil in der Anleitung steht, was von Micro-SD-Karte verwenden. Da bitte nicht drauf achten, Teil 1 mit USB-Karte und Teil 2 dann hinterher aber mit Micro-SD-Karte. Das seht ihr gleich noch dann im weiteren Verlauf des Videos. Das dauert einen Moment länger bei der USB-Karte, wenn es dann soweit ist und der blaue Balken hier durchgelaufen ist, dann könnt ihr nochmal kontrollieren. Ja, wenn ihr da drauf drückt, Harddisk E, dann seht ihr, da befinden sich jetzt 2 Dateien drauf. Oder ihr könnt auch das, was ich eben schon angedeutet habe, über Downloads gehen. Und da ist ja auch die Datei, die habt ihr heruntergeladen, entweder hier von YouTube oder ihr lasst euch zuschicken von Zenec. Da könnt ihr natürlich auch über Downloads draufklicken und das Ganze genauso machen. Extract auf euren USB-Stick. Zenec-Gerät anschalten. Im Zenec-Gerät befindet sich die normale zum dazugehörigen Gerät befindliche Micro-SD-Karte. Und da es mit der Micro-SD-Kartenversion mit dem Update nicht funktioniert hat, habe ich einen USB-Stick genommen,
und probiere es jetzt mit der Software auf dem USB-Stick. Das Kabel ist oft so eingebaut, dass ich das bei uns zum Beispiel hier in diesem Ablagefach befindet. Da stecke ich jetzt den USB-Stick ein. Mit einer Hand natürlich eine super Sache. Dann gehe ich bei mir ins Setup, Device Setup, Device Manager, da ist Setup. Hier seht ihr nochmal die alte Version. Da will ich nicht hin. Man muss bei Help reingehen, Software Update, OK klicken, bestätigen. Und jetzt lädt er neu und hat scheinbar kapiert, dass da was kommt. Da sieht man das Bildschirmchen. Und ich kann hier jetzt, da ist wohl die neue Version. Hier sehe ich nochmal, was geupdatet werden soll. Ist aber alles unwichtig. Wichtig ist, dass ihr den Knopf Update anklicken könnt. Dann klickt er den Update-Knopf an und jetzt sieht man, dass ein Progress unten mit dem blauen Balken gezeigt wird. Das funktioniert nur mit dem Update-Link, der mir von Zenik geschickt wurde. Nicht, wenn ihr die neueste Update-Version, die es im Moment auf der Homepage herunterlädt, wenn ihr die benutzt. Dann funktioniert es nicht. Nur mit dem Link, der mir geschickt worden ist. Und die ausführbare Datei habe ich auf meinen USB-Stick gemacht. So, jetzt warten wir mal. Dann mache ich mal kurz die Kamera aus, so lange, bis da was passiert. Das scheint ja ein Momentchen zu dauern, ein paar Minuten. Ja, das Update ist erst completed, wenn da auch wirklich 100% steht. Und bei mir hängt es etwas bei 99%. Also nicht wundern oder auf keinen Fall vorher irgendwas unterbrechen. Das dauert einfach einen Moment. Man sieht auch, es geht dann immer noch mal weiter mit was anderem, was completed werden muss. So, nach Update completed kommt dieser Bildschirm, dass ich jetzt was kalibrieren muss mit einem geeigneten Stift, den ich jetzt natürlich nicht habe. Da ist so ein Pfeilchen, so ein blaues. Da steht in Englisch, dass man den vorsichtig drücken muss. Na, das mache ich jetzt mal. Aha, das ist so eine Art Kalibrierung für den Bildschirm, dass der weiß, wie ich drücke und wo meine Sache, mein Finger ist. Ups, in der Kamera ein bisschen verrutscht. Also, dieses Kreuzchen habe ich einfach immer wieder drauf gedrückt. Jetzt steht da Time Limit, 20 Sekunden. Also ich würde sagen, jetzt das USB-Kabel entfernen. Da passiert nichts mehr. Komm jetzt, ist gut hier. Steht da, Micro-SD-Karte haben wir ja nicht gehabt, hat nicht funktioniert. USB-Kabel entfernen. Bei mir habe ich so einen Stromschalter. Da mache ich jetzt auch hier komplett Strom aus. Und jetzt warte ich mal ein Momentchen und dann starte ich das Gerät neu. Jetzt geht er wieder an euren Windows-Rechner, genauso wie bei Teil 1 vorhin, auf den Link klicken, die richtige Datei auswählen. Die heißt diesmal anders. Oben bitte auf den Namen achten. Ihr klickt auf Download, klickt dann Doppelklick auf die ausführbare Datei oder geht wieder über euren Explorer auf Downloads. Da seht ihr auch die Datei, nochmal wie die heißt, könnt da draufklicken und dann genauso wie vorhin
auf Extract, da wo sich eure MicroSD-Karte befindet, extrahieren. Teil 2 funktioniert nicht mit dem USB-Stick. Deshalb habe ich es mit der MicroSD-Karte probiert. Ich mache die Original-SD-Karte raus und mache die SD-Karte rein, auf die ich jetzt die Dateien extrahiert habe. Mache dann mein Navigationsgerät an und da scheint doch tatsächlich eher was zu erkennen. Ein Download-Prozess beginnt und wird angezeigt. Na, das scheint also der Teil 2 funktioniert wohl nur wirklich mit der MicroSD-Karte und nicht mit USB-Stick. Aha, so, jetzt hat er neu gestartet. Jetzt versuchen wir mal zu gucken, in welcher Version wir uns befinden. Device Setup, Version Info, Ich habe die neue Version 3.4.1 und ich habe jetzt eine Device ID. Wunderbar, so viel zur Installation. Und letzter Schritt, natürlich nicht vergessen, die SD-Karte mit den Dateien für Teil 2 wieder herauszunehmen und wieder die Original-Zenec-Karte, nenne ich sie mal, einzusetzen, dass die sich wieder im Navigationsgerät befindet. Und noch als letzter Tipp, wenn ihr im Device Setup-Menü seid, neben Versionsinfo gibt es hier Sprache nach der Installation Englisch. Das wollt ihr natürlich nicht. Da gebt ihr German an und dann habe ich wieder nicht Device Setup da stehen, sondern Gerätekonfiguration und habe alles wieder in meiner deutschen Sprache wie vorher. Das war's zu dem Video. Ich hoffe, der eine oder andere von euch traut sich jetzt sein Gerät zu updaten oder hat einen Hinweis bekommen, wie es funktioniert, wenn es bisher nicht geklappt hat. In dem Sinne, das war's mal wieder zu einem Technikvideo sozusagen. Es geht weiter demnächst mit Frankreich, Reisevideos, Urlaubsvideos, Familienvideos auf unserem Kanal oder auf unserer Homepage im extra eingerichteten Mitgliederbereich. Bleibt gesund, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video wieder auf unserem Kanal. Feel free on tour!